Hallo, liebe Monkey Gang. Ich weiß. Unser Upload-Rhythmus ist ziemlich am Arsch. Aber das hat einen guten Grund. Dieses Video heute ist etwas ganz Besonderes. Das Ende einer Ära. Und das letzte Video. Das letzte Video, welches uns als obdachlose Gymnomaden zeigt. Das letzte Video, bevor wir aus dem neuen Hero Gym heraus produzieren können. Wie die meisten von euch wissen, sind wir nun schon 3 Wochen in unserem neuen Zuhause. Doch davor ist noch jede Menge passiert. Jede Menge Training, jede Menge Kämpfe, jede Menge Baustelle und natürlich eine jede Menge Schwachsinn. Einen kleinen Teil davon zeigen wir euch heute. Ein paar Leute meinen, ich muss mich für die lange Pause entschuldigen. Und sie haben recht, das tue ich auch. Es tut mir echt richtig leid, dass ihr alle so beschissen ungeduldig seid. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video in Überlänge. I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs. Yeah, I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around got me stoned, man. Feels like I'm stuck in a maze. Shoot at the up, close the cage. They sleeping only 9 saves. I can't do it on my own. Yeah, they judging me off my mistakes. Flow is so heavenly. Ich bin schon wieder in deinem Puma-Auto. In meinem Puma. Puma. Erst Markus, gehst dahin. Ich trainiere mit Schoba. Erst ich mach bei ihm Singleg. Bruder, er ist so fett, Alter. Ich glaube, ich habe so Bauch von ihm umarmt, Alter. Ich schwör's dir. Urschlimm, Alter. Urschlimm, bei ihm geht gar nichts, Alter. Oh! Taco macht Unfall live auf dem Video. Jetzt hat er abgesagt. Eigentlich sollten wir jetzt im Malu trainieren zusammen. Ich bin Haarschober, deswegen antworte ich dir nicht, okay? Deswegen kriegst du keine Antwort in diesem Moment. Nicht mal Herz auf seine Nachricht? Nein, nicht mal gelesen die Nachricht. Okay, ah, ich habe einen Kampf bekommen. Heute wurde es veröffentlicht. Aber ich muss sagen, etwas stört mich am Kampf. Es ist am 10. Dezember. Aber am 10. Dezember kommt Dino Merlin in die Stadthalle, weißt du? Wer ist Dino so, Merlin? Das ist schon so. Was? Wer ist Dino Merlin? Echt jetzt? Steig aus, Mann. Steig aus! Wie du kennst dich, Dino Merlin? Warte, ich spiele dir gleich was vor, Alter. Den kennst du nicht? Kennt er mich? Das muss gleich ein Glas kaputt machen. Die Jugos wissen, was ich meine. Jetzt musst du ihn abonnieren. Dino Merlin? Ja, du musst das einfach. Das ist der Jugo-Nachfahre von Merlin der Zauberer. Er schaut wirklich so aus mit seinen weißen Haaren. Ich weiß nicht, der Typ ist schon steinalt. Er kann Chewbacca aus dem Nichts entstehen lassen. Abracadabra. Der wievielte Kampf ist das heute? Zweiter Profikampf. Zweiter Profi. Ja. Wer ist mehr nervös, der Kämpfer oder der Trainer? Gleich. Ich fühle ja mit ihm. Wenn er den Uppercut trifft, ist es so, als ob ich selber das treffe. Ha? Schlage mal gerade. Gut? Ja. Machst du da gerade Bandagen für Mansur, obwohl Mansur gar nicht da ist? Aber obwohl er nicht da ist, ist das dann für mich ein bisschen leichter, die Vorarbeit. Entschuldigung. Die Maße von seiner Hand ist meine Hand mal 1,5. Aber 2 Stück braucht man. Nein, einer genug.
Nix, ich tu ihm nicht verletzen. Ja, mich interessiert Mansur! Saitama, wie kommst du auf Saitama? Kennst du den Anime One Punch Man? Ja. Er hat halt irgendwann so viel trainiert, dass ihm die Haare ausgefallen sind. Und er ist stabil geworden. Er schlägt seine ganzen Gegner mit einem Schlag. Dann dachte ich mir so, interessant, weißt du? Vielleicht werde ich eines Tages auch so. Und das ist mein Weg, weißt du, mein Anfangsweg. So lange trainieren, bis die Haare ausfallen, ja? Ich hoffe, es passiert nicht, aber im Tausch für Stärke ist das nichts, oder? Stimmt. Er schafft es schon. Erster Kampf war gut. 6 Runden durch. Zuversichtlich. Ich glaube, diesmal macht er den One Punch Man. Den Saitama lässt er heute durch. Was machst du heute für einen Kampf? Was ist das denn schon wieder? Ich boxe, aber mit MMA-Anzug. Ja, wieso? Weil es geil ist und in Österreich noch nicht war. Einfach, was leibend ist. Du bist interessant im Profi, erst wenn du K.O.-Schläger bist. Schau, dass du den Punks gut. Ich hab dir. Ich sag, gib Privatstunde, statt dich aufzuwerfen. Machen wir noch einen Kampf. Wir haben uns 2 Runden lang gefetzt. Ich habe versucht, lang zu bleiben. Er hat versucht zu schwingen. Und in der dritten Runde habe ich dann einen Schlag geblockt und auf die Nase. Und die Nase hat dann darüber geschaut. Das war ziemlich schweres Kampf, oder? Ja. Leider. Leider. War nicht. Sonst trübt das dann die Freude ein bisschen, oder? Ja, schon. Ja, schon. Vor allem, weil ich wollte eigentlich einen lockeren Kampf auf Distanz haben mit ihm. Er hat dann geschwungen und mich auch ein paar Mal getroffen. Und da habe ich gewusst, ich muss ihn anzählen lassen zumindest. Dann habe ich ihn 2-mal angenockt. Aber der ist immer wieder aufgestanden. Dann habe ich halt durchgezogen. Und das war dann nicht so leid. Tut mir leid auf jeden Fall, aber passiert, das ist der Kampfsport. Ja, it is what it is. Kamikaze rockin' body armor when I change lanes. Hard enough to body box to pull and shake his mainframe. He got shook and disappeared. Sketch. And ever since nobody heard his bullshit for 8 days, I sacrificed some great relationships to do a passion I was chasing quick. Der erste ist schon schön, ja. Wer kommt noch heute? Es kommt, eigentlich geplant war Schobern, aber der hat, ja, er ist zu dick. Er ist beim Physio abnehmen. Schranz kommt. Boah. Schranz ist im ersten Bezirk. Schranz ist im ersten Bezirk. Das wertet den Bezirk. Spürst du keine Erschütterung der Macht? Ein Sith-Lord ist im jeden Tempel. Ein Sith-Lord ist da. Toni, wie geht's? Hat mich heute hinverschlagen. Ins Malou, ins Arthur Siena hat sich verschlagen. Oh, der ist der zweite Boss. Der ist der erste Boss. Nein, der ist der Hauptboss. Nein. Eindeutig nein. Oh ja, sicher. Danke, dass ich euch heute besuchen darf. Hey, cool, dass du da bist. Ich bin
Technisch machen wir das nicht. Philipp, schau nicht so fertig aus. Das ist unsere Competition Group heute. Wir kommen hier aus allen Gyms aus Wien, kommen die Leute her und sparen mit uns ein, zweimal die Woche. Das Hauptziel ist einmal die Europeans, die Nogi Europeans, die sind im November. Und dazu haben wir halt einen Trainingsplan erstellt. Und da kommen halt jetzt zweimal die Woche die Leute her und sparen mit uns. Philipp, beim Fit werden? Fit werden ist scheiße. Aber ja, keine Entschuldigung. Aber mir tut halt wirklich alles weh. Aber selbst wenn man nichts wehtut, das sind so top Leute, da außer der mit dem weißen T-Shirt. Der nicht. Schaut ein bisschen scheiße aus, Leute. Oh ja. Oh ja. Wie ist das denn so mit reinen Grapplern auf einmal zu werden? Die Aufgabenstellung ist auch neu für mich. Sitzen und warten mache ich eigentlich nicht, weißt? Oder hinlegen und mit den Beinen spielen. Das heißt, neu, herausfordernd, extrem. Normalerweise kick ich und schlag sofort. Hohes Level. Jeder hat seinen eigenen Stil. Aber alles Topkämpfer. Ist für dich der Unterschied mit MMA-Kämpfern zu Grapplern und mit reinen Grapplern? Ist anders. Die reinen Grappler sind natürlich technischer im Grappling. Es sind leider keine Schläge erlaubt. Das wird es anders auch schon. Er lacht immer, er macht mich immer fertig. Aber zum Ground and Pound Sparring kommt er nie. Aber ich lache auch nur, weil keine Schläge erlaubt sind. Ja, Schläge brauchen nur diese ungehobelten MMA. Ja, ja, die nicht mit Worten, das ja. Die nicht die Worte fassen können. Gewalt ist keine Lösung, Marco. Es ist halt wichtig, die Kopfarbeit, nicht nur körperlich. Das ist zum Beispiel hier sein Kopf mitarbeiten, ist oftmals wichtiger als körperliche Arbeit. Die Leute vernachlässigen die Kopfarbeit viel zu sehr. Jeder macht nur die körperliche Arbeit, nur keiner macht die Denkarbeit. Denken können wir viel mehr als körperlich zu arbeiten. Deswegen sollten wir mehr mit unserem Kopf arbeiten, auch im Kampfsport. Das ist wichtig. Ist anders. Und Leute, weißt du, die machen nur Grappling, die gehen nonstop auf den Kill. Bei uns ist es mehr Position, halten, sichern, schlagen, weißt du. Aber ist geil. Ist super, super. Gute Partie heute hier, außer Schober der Blade, weißt du, wieder. Der macht gerade Sit-Ups bei der Physio. Das kann nicht der Arbeit bringen, Bur. Gell? Das ist mega. Das ist ein High Level, Leute. Früher, ich weiß nicht, warum mir das früher nicht in den Kopf so kommen, wie wahrscheinlich weil immer, weißt du. Seitdem man Vater geworden bist, denkst du nur an Training, was das, dies, das, du und du. Wäre schon viel früher herkommen, Alter. Toni und alle sind Killer. Für dich als Unterschied mit MMA-Kämpfern zu grappeln? Ja, absolut. Grappeln ganz anders. Ist anders? Ist anders. Ganz anders, ja. Also die. Wir sind ökonomischer, gell? Wir greifen nicht so viel an. Ja, es ist halt es ist viel schwerer zu sweepen. Also, dass man die Leute aus der Guard umdreht, ist viel schwieriger, weil sie ja im MMA schauen, dass sie einfach oben bleiben und jetzt nicht unbedingt die Guard passieren wollen, sondern wirklich in der Position bleiben, weil sie ja von da schlagen. Das macht das Sweepen ein bisschen schwieriger. Auf hohem Niveau kann man sie auch gar nicht kontrollieren am Boden, weil sie ja im Endeffekt ihr oberstes Gebot ist halt wieder aufstehen, also nie am Rücken, mit dem Rücken auf der Matte zu sein. Das ist auch ungewohnt hier, weißt du, ich versuche nicht aufzustehen, sondern auch was zu machen und auf halb. Side-Control. Ich sage ja, beim Taco gibt es Erfolgserlebnis. Komm! Besser ist Marco. Locker, Bruder, locker. Ein Spiegel hat er schon kaputt. Ich glaube zwei Spiegel. Den im Boxgym und den im. Hier hat er hinten gemacht, oder? Erzähl, du hast ein wunderschönes, frisches Ring, oder? Ja, leider. Hast du Spitznamen gegeben? Nee, noch nicht. Kennst du das nicht, oder? Mach gut. Das kann noch weggesaugt werden. Noch ist noch. Was? Das habe ich jetzt aber nicht gehört. Mach das gescheit, Bruder. Mach das gescheit. Mach das gescheit. Schaut nicht gescheit aus, wie du das machst. Ja, du. Verteil dich nicht, was gehst du hinter mir? Geh vorne. Boah, das Knie war schon böse, Philipp, Alter. Schau, das war jetzt urernst, weil ich Philipp gescheit werde. Normalerweise hätte ich immer schon. Ha? Step
step into my circle, whip the opposite of Urkel. When I pull up flying purple, people eaters could invite me. I sealed the fate of Herschel, and I just leave them on the limb and hand them a business. His weapons of walking that I already killed them. Skin blanco, lyrical weapon kicking like a bronco. Head honcho, spherical presence came from the grotto. A dead rapper, rap his body in a poncho and crack his melon with a combo like pronto. Sayonara, kamikaze rocking body armor when I change lanes. Hard enough to body box a bull and shake his mainframe. He got guten Morgen, Felix. Donnerstag, 7 Uhr in der Früh und ich bin schon auf der Baustelle, Alter. Was machen wir hier eigentlich? Ja, das frage ich mir auch, Alter. Ich könnte daheim liegen. Oder ich könnte jetzt eigentlich in Thailand sein. Aber ja. Was, Leute, das ist euer MMA-Trainer. Schaut. Ja. Das ist wie auf jeder Baustelle ein Pole. Schau da hin, Alter. Der ist ja. So, jetzt komme ich durch. Warte, ich komme mal zur Kamera. Falls die Leute es nicht wissen, Max wird dann Drohnenpiloten ausbilden hier im Gym. Wie jede gute Baustelle, ein Pole, ein Albaner. Ich bin nur dafür, dass wir dann alle Champions da sind. Weil was wir uns da antun für die, damit die da trainieren können. Ich bin sehr stolz auf dich, Schala. Ich bin auch sehr stolz auf dich, Rainer. Danke, du bist total nett. Mich auch, oder? Den weiß ich noch nicht. Ich bin einmal, wie ich ein Lehrling war, um 7 in die Arbeit gekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die Flex eingeschaltet und da ist dieser Schutzfang drin. Und ich schalte ein und mein Finger kommt da rein. Und ich schneide meinen halben Finger ab. Und ich gehe zum Meister und sage, jetzt, go. So hat er gemacht, gerade dass er nicht umgefallen ist. Und dann hat er gesagt, er bringt ein Pflaster. Sag ich, glaube, ich muss aber ins Spital, oder? Ja, ja, okay. Dann hat er sogar Anzeige gekriegt, weil ich mit dem Alter in den Lehrling nicht mit so einer Maschine arbeiten habe. Magst du die Maschine vielleicht beim anderen geben nach der Geschichte? Aber jetzt schau, ich hab Höhenangst, Markus. Echt? Ich fall da runter. Ich schwöre halt, ich gehe keinen Schritt mehr hier. Ja. Mach noch einen Schritt vor. Nein, Alter. Kack mir in die Hosen, Alter. Fuck. Das ist meine Aufnahmeprüfung jetzt, dass ich da vorgehe. Ob ich aufgenommen bin oder nicht. Ich habe nicht Mitgliedschaft wurde gekündigt. Können Sie mal was arbeiten, Herr Schraub? Schauen Sie mal meine Hände an. Die sind immer so braun. Ich glaube, wir kennen was da kriegen. Die sind immer so braun. Ich bin schon ganz müde, Alter. Fruchterfänger sind das. Die Rampe steht immer noch. Fast. Aber sie ist schon mehr als die Hälfte weg. Ich hab die Glück gehabt. Oder die Hälfte. Die schwierigsten Sachen. Soll der Marco kommen mit einem Karateschlag und fertig. Oder wie heißen die, weil ihr euch die. Dragon Ball? Ja. Sie wirst du auch noch anschauen. Und so lange genug Zeit mit uns vertraut. Glaube ich nicht, das werde ich nie anschauen. Nie! Die 5-Euro-Brille. Danke. Jetzt höre ich mal den Scheißdreck da nicht mehr an. Und ab geht's. Der beste Trainer ist wieder hier. Ja, yeah, Alter. Wie sagt Marian? Er sagt so, Marian. Wo ist er denn? Ich sag so, er sagt, Schranz kommt mal. Weißt du was? Er sagt, Schranz ist Vater von MMA in Österreich. Sagt für mich, ist er ist Vater. Ich kenne ihn zwar nicht, aber er ist Vater in MMA, ja. Sagt er hier. Der Marian. Der er ist auch Vater von mindestens 7 Kindern, aber es weiß niemand. Verteilt in ganz Europa, wo er kämpft. Schranz. Hast du irgendwie gemerkt? Ich habe mir das gestern so gedacht. Ich nenne alle fast mit dem Nachnamen. Warum ist das so? Schranz hast du immer schon gesagt. Rakic, alle. Schober, Rakic. So, wenn ich sage Alex, boah, das fühlt sich nicht gut an. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht, weil du glaubst, du bist was Besseres als alle anderen. Guck mal, jetzt haben sie eine rosa und eine schwarze an.
damit ich den Trainer provoziere. Ich habe gehört, der Herr Schranz steht nicht so auf Rosa. Und man dachte, ich probiere das heute mal, ob ich verprügelt werde. Aber glaubst du, dass es eine gute Idee ist, jemanden wie den Philipp nochmal zu provozieren? Das ist wie wenn du Bruce Banner wütend machst. Das ist meine Leidenschaft. Weißt du, ich bin so, wie heißt das, was in Stier so mit dem roten Tuch, ja, wie heißt das? Jetzt werd ich mal, Alter! Komm! Akku, was ist? Jetzt? Ich bin mega fit. Ich weiß nicht, wie ich. Ich habe die Bande zusammengetrommelt. Komm, Schanz, zieh dich um! Ja! Und wir tun ein bisschen entweder grappeln oder ringen an der Wand, wenn wir schauen. Eins von beiden. Was eins macht dieser Amateur hier? Was? Welcher Amateur? Ich bin der einzige Amateur jetzt. 10 Minuten habe gelaufen bis dahin. Wirklich? Und schon ganz warm. Ja, du musst auch früher losgehen. Boah, 19:10 bin rausgegangen, 50 Minuten. Vielleicht noch keine eineinhalb Stunden. Bauen. Ja, du gehst sicher so mit Handy, mit Kampf, mit Handy in Hand. Nur Amateure tun Autofokus. Tschetschene gegen Afghanen. Praterstern-Match. Radli kämpft. Du wirst mal blinken, Alter. Er kämpft. Du nimmst nicht von mir was. Wer ist er? Und warum sagt er einfach er? Papa vom Vater, oder? Papa von MMA? Trafalgar-Law. Trafalgar-Law kämpft. Adli kämpft. Ich kämpfe wahrscheinlich. Du hast eine Seximpose heute. Links, rechts! Das ist ein bisschen pervers, was du machst. Die sperren dir das sofort erst. Oder ist das für deine private Zwecke? Heute Halbkreis! Dago, heute bekommst du eine Darmspiegelung. Mit deiner Kamera. Knie runter, Ende hinterm Rücken. Okay, Markus, jetzt treib. Das schaut nicht sehr gesund aus. Jetzt übertreibst du es. Du hast gesagt, morgen am Abend machen wir MMA. Hast du vorhin gesagt? Ja, du hast vorhin gesagt, morgen am Abend machen wir MMA. Ja, ich war müde. Vergiss, Grappling. Heute Grappling, morgen MMA spare. Heute machen wir Grappling. Ja, machen wir wenigstens Grappling mit Schlagen, oder? Verdammt, Alter. Ja. Machen wir Stand, dazwischen Grappling. Machen wir Grappling mit Schlagen oder machen wir was ihr wollt. Machen wir MMA spare. Machen wir was ihr wollt. Machen wir Grappling mit so High Kicks. Ja, machen wir Grappling mit Kicks. Sogar Kicks. Grappling, nur Stomps. Wieso änderst du die Regeln? Einfach so. Nein, ich mach schon das Leben. Ich soll zum MMA-Sparring kommen und dachte, das ist Grappling. Schau, Arbis Worte. Bruder, ich brauch ein bisschen Wand und Boden. Wand und Boden. Okay, Albi, ich rufe alle Leute zusammen. Wir wärmen auf. Nicht mal eine Minute vom. Jetzt kommt er mit Vaseline schmiert. Ja, wir machen MMA-Sparring. Ja, und jetzt anscheinend ist es zu MMA-Sparring geworden. Scheiß noch nicht begonnen, schon blutig. Egal. Wir regeln das im Sparring, Albi. Wieder mit Philipp zu tun. Ja, extrem. Keine andere Motivation. Wann hast du mich gesehen, nach so einer Pause gleich 3x5 zu machen? Okay. Der erste Runde habe ich schon immer gehört. Das ist die Profi-Energie, Dago. Das ist die Profi-Energie. So, Wipfel, 1-2. Ja. Mach noch Linden.
Alles noch mal 20 Sekunden noch davor. Und mit links, ja genau. Ja, ja, ja. Und mit links jetzt schlagen. Okay. 10. Albi, lass vielleicht los und schlagen. Albi, lass alles los und schlagen. Schlag, schlag, schlag. Knie, Albi, Knie. Knie zum Körper. Na, alles gut, Junge. Immer lang. Noch so lange Pause, dieses Bauen. Sieht man, oder? Ich liebe es, aber die Luft ist einfach. So alt für diese Scheiße. Aber ja. Gutes Team, gute Leute. Ich freue mich aufs Hero. Da wird trainiert jeden Tag. Bis zum Unfall. Und wenn Leute Coaching da sind, können wir auch mal daher kommen oder die ins Hero kommen und so. Einfach zusammenarbeiten mit guten Leuten. Ich bin so froh, dass du wieder dabei bist. Ja, ich auch. Also es war jahrelang, wo ich jetzt nicht so viel dabei war. Das hat mir wirklich gefehlt und es war wirklich alleine ich. Ja, ich bin so froh, dass ich wieder da bin und vor allem wieder mit euch trainiere, weil das ist das, was das Tolle ist. Da filmen wir mal das. Das ist das. Das ist das, was wirklich an einem Gym und an einem Team das Tolle ist. Wir sind Freunde sein, noch was essen gehen, was trinken gehen. Aber einfach, jeder hilft jedem und nicht gegeneinander. Auch wenn es das gleiche Gewicht sind, nicht gegeneinander. Wann ist dein Kampf? Am 29. Bruno. Chicken. Kommt vorbei. Danke, Markus. Danke. Ich hab gar nichts gemacht. Aber hat das ganze Zeit Kamera. Ist auch nicht gleich. Ja, so 5 Minuten Runde ist schon anstrengend für mich. Machen wir heute Islam. Wer kämpft heute? Albi, Alfa Olmedov und Mische, der Riosch. Du bist der Bruder von einem von den beiden. Ich glaube von Mische. Von Riosch bin ich der Bruder. Ich meine, sieht man auch. Wie geht's dir? Ey? Wie geht's gut? Ich muss sagen, es war schon anstrengend. Wir sind jetzt eineinhalb Stunden her. Ja, schon ein bisschen nervös, aber es gehört dazu. Vielleicht ist es die Kamera, aber du schaust irgendwie jünger aus. Oder ist das Licht oder so? Irgendwas. Licht vielleicht. Ja, weil Michi schaut genauso alt aus wie immer, noch älter. Aber ich schau, ich bin auch älter als Abi, Bro. Api Mechidov. Hat da sein? Entschuldigung, jetzt ist mir aufgefallen, Api hat noch einen guten Coach. Darjo. Darjo. Darjo? Na, das ist Urheil geworden auf einmal. Erst, sag mal, bist du Elite geworden, weil du mich nicht willst? Du musst zuerst die Kämpfe arbeiten, die haben alle vorher. Was geht? Wie geht's, Markus? So sehen wir sich, ha? In Brno. Ha? Du wohnst 5 Minuten Tscheche. Von mir entfernt in Wien. Ja. Wir sehen uns nie und nur im Ausland. Albi kämpft gegen einen Brasilianer. Der Typ ist sehr unberechenbar. Man weiß nicht wirklich, was von ihm kommt, aber er sucht eher den Bodenkampf. Albi versucht ihn auszunocken. Michel, sein Gegner, ist auch ein Grappler, aber grappelt niemals besser als Michel und Michel versucht ihn auch auszunocken. Seitdem er diesen Boxkampf gewonnen hat mit Knockout, sagt er, will er nur noch Leute ausnocken. Das ist ein Business für dich, wenn du einen Bruder kennst. Schwer, als ich kämpfen würde. Aber ja, man muss da durch. Danke, ihr wisst doch mal. Ich hab wirklich mal eine Karte, da würden Sie noch vorher. Spiel da vorne ins Ohr oder so. Da würde ich nicht dabei sein. Das wäre, ich meine, wenn schon mal mein Bruder so schwer ist,
Mein größter Feind ist das Buffet dort, was ich gesehen habe. Oh mein Gott. Ich habe heute schon in der Früh im Hotel einen Kampf gehabt mit dem Frühstück, den habe ich verloren. Und jetzt habe ich gesagt, na Darko, bis morgen isst du einfach gar nichts mehr. Es gibt Popcorn an jedem Tisch. Popcorn? Popcorn ist okay. Hat weniger Fett als Chips. Down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jaw. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jaw. I fucked up this hustle, gay, we hustle, but then nothing. Jetzt ist es, geht's endlich los. Jetzt geht's los, endlich. Ich freue mich, dass ich nach Hause komme. Es wird ein kurzer Prozess von dir sein. Ich habe gerade die Wahrheit gesagt. Du musst mich nicht da jetzt. Ich habe eh gesagt, ich freue mich, dass ich nach Hause komme. Das ist Mansur Saif, alias Golden Boy. Er hat jetzt 15-0. Er ist WBC Top Nummer 17. Im Boxrec ist er Nummer 24. Ihr werdet jetzt noch sehr viel von ihm hören und sehen, so Gott will. Wenn der Teamkollege kämpft, ist der auch nervös. Bei Mansur? Ja. Ich hoffe einfach, dass er meine Handschuhe nicht kaputt macht. Aber er hat mir Hand gegeben, wenn er sie kaputt macht, kriege ich neue. Let me see you jaw, get down in the car, one time give it all, bust it open, huh? Let me see you jaw. I fucked up this hustle, baby, we hustle, but then what then? Oh my God. Ja, wir dürfen jetzt nicht so viel, weil jetzt, mein Gegner sitzt da und... Das verstehe ich natürlich, aber ich freue mich trotzdem. Ich konnte auch gleich so sitzen, ich konnte auch gleich was passieren. Bei dem Sport, ein Schlag endet alles. Aber... Das hat man gesehen. Aber du hast schon recht, das kann alles passieren, aber du hast schon Knockout-Power. Bruder, ehrlich gesagt, ich wollte mit ihm 3-4 Runden boxen, aber ich habe gespürt, dass er gefährlich ist, jeder Schlag könnte schwer sein von ihm. Und dann habe ich mich entschieden, besser werde ich nicht riskieren, Bruder. Dann habe ich meins reingehaut. Ich habe Mansurs Rekord jetzt geschlagen. Mansur hat gegen denselben gekämpft und ich war schneller als er beim Ausknocken. Ansage. Mach dich gefasst, Mansur. Hier kommt neue Nummer 1. Aber brüderlich. Arbis Bruder muss um 0 Uhr arbeiten. Wir haben jetzt, ich glaube, es ist 7:30. Albi hat es eilig gehabt, hat ihn, glaube ich, mit einem Hook genau getroffen, hat ihn ausgenommen. Albi hat es eilig, er will sich einen Bonus holen und ein Auto kaufen. Boah, ich habe so mitgefiebert, den ich war so geladen, als ob ich selber drin bin. Also. Ich habe das genossen, das Reingehen mehr als Albi, glaube ich. Hey Monkey Gang, ich habe den ersten Kampf für Hero leider verkackt. Abi hat die Kohlen wieder aus dem Feuer geholt, also ihr braucht nicht weinen, das ist alles halbwegs okay. Ja, auf Punkte verloren. Von einem jungen 10 Grappler gehalten worden. Taktisch nicht gut gekämpft, also mir geht's körperlich gut und so.
habe ich nicht gern verloren. War nicht cool. Ja, aber das war jetzt ein bisschen zu oft verloren. Da muss man was ändern. Vielleicht neues Gym. Na, Bruder, ich habe gehört, es macht im 23. macht bald ein neues Gym auf. Ja. Ich glaube, wenn ich dort trainiere, wird es besser.